You're carving pumpkins already? Yeah. Did you at least save the goo for me? You know that's my favorite part. Of course. Oh, there's so much in there. Yeah. Willkommen. Es geht heute um die Teneré 700. Und wir sind ja aktiv bei der Folierung dabei. Wer es mitbekommen hat auf Instagram, auf meinem Instagram-Account, ich tue es mal hier einblenden, war ja eine Umfrage, wie sie ausschauen soll. Da sind wir jetzt gerade aktiv dabei. Und was muss man dazu machen? Man muss natürlicherweise die Maschine auseinanderbauen. Tja, und ich nehme euch natürlich mit und ihr dürft die Maschine schön mal nackig sehen. Also, schaut meine Freundin schön mal nackig an. Und ja, die Hose anlassen, gell? Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Habt ihr noch die Hose an? Ja, ich weiß gar nicht wissen. Ich würde mich sehr freuen über Abos, über Fragen. Also bitte jegliche Art von Fragen, bitte einfach zu mir. Ihr könnt jederzeit schreiben. Ich bin immer für euch da. Wir haben ja noch einen netten Kommentar gehabt. Du wolltest ja wissen, was der Unterschied zwischen einem Akra ist. Ja, den habe ich ja schon geliefert. Da macht ihr immer so leise, so rum, bum, 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 bum. Ein normaler Auspuff macht nur. So, es geht noch weiter. Und zwar, es kommt jetzt nochmal ein Video, wie wir das auseinandergebaut haben. Und ich zeige euch mal, welche Stifte da drin sind, auf was man achten muss, wenn man sie auseinanderbaut. Weil es gibt so kleine Feinheiten, die man dann schon mal beachten sollte, dass man es nicht kaputt macht. Und nur für euch. Also fangen wir mal an. Das ist vor ein paar Wochen. Also wir schneiden das jetzt einfach mal kurz rein und dann schauen wir mal, ob euch das gefällt. Hier unten ist so eine Nase. Und da ist eine Nase, man zieht es nach hinten weg. Wir haben hier unten zwei Schrauben. Hier und hier eine Schraube. Hier haben wir diese. Und dann vorne haben wir wieder Torx. Aber wir machen alles bis dato immer noch mit dem Werkzeug, das wir hier verbunden. The ground, trying to not think about you, whilst you're in my mind, screaming loud. Still so lost, scared to find reasons to not be without you. Okay, also auf die Motorradtour brauchen wir mindestens einmal noch ein H5 für den Tank und dann werden wir durch. You came out searching for a reason, came out. Sehr gut gemacht. Sehr gut gelöst. Also ihr braucht es nicht abschrauben. Es geht mit dem Bohrwerkzeug mit der Achter. Da habe ich jetzt schon Angst, dass ich den Scheiß abbauen muss. Sehr geil. Also einfach ansetzen, so weit nach hinten wie geht und dann einfach immer schön im Vierteltakt drehen und dann geht es auch ohne was zu zerkratzen. Das ist schon toll. So.
So, dann kannst du mit den Fingern die Schraube rausschrauben. Der Bubbel ist nach vorne, nicht nach hinten. Also er ist an dem Docht hier dran. Und das sind drei. Schau mal, das ist mal was ganz Neues. Sowas kenne ich auch noch nicht. Auch witzig. Das Ding ist, wenn es wirklich bricht, haben wir hier unsere Nasen, hier eine Nase und hier eine verfickte kleine Nase. Also die Dinger, das ist beim Fall, wenn es bricht, doof. Beim Tank haben wir links und rechts auch noch, also wir müssen die Seitenteile wegbauen, wenn wir die Tankschale wegbauen wollen. Und da sind auch hier diese Clipper drin, wo man einfach mit dem Imbus, jetzt könnt ihr es vielleicht gut sehen, hier ist das Ding, mit dem Ding, also mit dem Imbus einfach ins Loch, feste drücken, dann ist offen. Und dann rausziehen. Wir werden euch noch überraschen. Mit der Folierung wird es eine kleine Änderung geben. Wir haben jetzt schon knapp 6 Wochen damit verbracht, oder 7 Wochen, die Maschine zu folieren. So geil wird das nicht. So funktioniert nicht. Das ist halt so. Das muss man halt einfach uns eingestehen, dass es halt, es wird Falten haben. Ich werde es nicht mehr machen in meinem Leben. Außer so ganz Kleinigkeiten, aber nichts mehr mit über 3 Kanten und Rumpfung. Wir haben uns dann entschieden, jetzt das Ding zu einem Folierer zu bringen. Ich habe da einen ganz guten Freund, der hier aus dem Ort kommt. Und da werden wir mal vorbeischneiden, weil sie wird jetzt demnächst von Geretsried nach Gartenberg wandern und da wird sie dann foliert werden. Deswegen kommt sie auch nicht zum Elefantentreffen, deswegen gibt es ja die KLE. Und mal ganz ehrlich, die Teneri ist mir auch ein bisschen zu schade, im Winter zu fahren, weil das ist ja nicht gleich im ersten Jahr aus. Und ich möchte sie natürlich auch lange behalten. Apropos, da würde ich euch empfehlen, wenn ihr mal die Teneri im Winter sehen wollt, da gibt es gerade einen Instagram-Account, die fahren gerade zum Nordkap. Sehr geil, kann ich nur empfehlen. Ich schmeiß mal einfach den Link unten in die Kamera, also unten in die Beschreibung rein, da könnt ihr mal gerne reinschauen. Ja, ansonsten, Abo, lasst ein Like da und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.